Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Vierte Passionsandacht, wir sind richtig mittendrin. Hier wird Jesus gefangen genommen. Er kommt gerade aus dem Garten Gethsemane. Und da lesen wir, als er noch redete mit den Jüngern: Siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Den ich küssen werde, der ist es, den ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Und Jesus sagte zu ihm: Mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt werden? Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar: Ihr seid ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen mich gefangen zu nehmen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, dass erfüllt werde die Schrift der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Und vor dem Hohen Rat wird Jesus verhört. Falsche Zeugen stehen auf, sprechen gegen ihn, Jesus schweigt. Und dann der hohe Priester persönlich: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sprach der hohe Priester, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert. Was brauchen wir weitere Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was meint ihr? Sie antworteten: Er ist des Todes schuldig. Heute bei der vierten Passionsandacht geht es um Jesu Gefangennahme und Verhör. Zurück liegt ja der Einzug in Jerusalem. Und wie sie alle gerufen haben: Hosianna, gelobt sei der Sohn Davids. Hosianna in der Höhe, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Zurück lag das Abendmahl, wo sie der großen Taten Gottes im Passafest, im Passamahl gedacht haben. Zurück lag die Stärkung Jesu im Garten in Gethsemane, wo ein Engel kam und ihn stärkte. Aber zurück lag eben auch, dass Judas da war und seinen Verrat plante. Und zurück lag auch, dass die Jünger im Garten Gethsemane geschlafen haben, als Jesus betrübt war mit seiner Seele bis zum Tod. Und jetzt geht er aus dem Garten Gethsemane hinaus ins Dunkel und trifft dort auf Judas und die Tempelwache. Und Judas gibt das verabredete Zeichen. Er gibt Jesus den Begrüßungskuss, und die Wache weiß nun, wen sie festzunehmen hat. Jesus sagt: Mein Freund, bist du dazu gekommen? Wir können ihn eigentlich gar nicht mehr Jünger nennen, Suchender, Nachfolger. Aber immerhin noch jemand, der ihm angehört, und deshalb nennt er ihn nicht mein Feind, sondern mein Freund. Das hat Jesus auch so gemeint. Das letzte und dünnste Band zwischen Jesus und Judas. Als Judas erkennt, was er da getan hat, als er Jesus verraten hat, kann er nur noch versuchen, das irgendwie rückgängig zu machen, gibt das Geld zurück, wirft es in den Tempel, dass es keiner haben will, das Bestechungsgeld. Und ja, am Ende erhängt er sich
in tiefer Verzweiflung. Soweit Judas. Wir sehen ja, wie die Gegensätze hier im Raum stehen und wie sich die Finsternis hier breit zu machen scheint, und die Finsternis scheint hier einen Sieg davon zu tragen. Der nächste Schritt ist, nachdem Jesus verhaftet war, vor dem Hohen Rat aufzutreten. Die geballte Intelligenzia stand da vor ihm, und eigentlich hätte man ja erwarten können, dass irgendjemand Jesus erkennt als den Messias, als den Heiland, als den, auf den die Leute so lange gewartet haben. Endlich ist er da. Aber Matthäus lehrt uns mit scharfem Blick darauf zu sehen, dass der Hohenrat schon vorher falsche Zeugen bestellt hat. Das heißt, das Urteil stand eigentlich schon fest, bevor überhaupt die Verhandlung losging. Und wollte ihn einen Gotteslästerer nennen, der die Todesstrafe verdient. Und darum fragt der hohe Priester Jesus: Ich beschwöre dich beim lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist. Und während Jesus bei den Vorwürfen, bei den falsch vorgebrachten Vorwürfen immer schweigt und gar nichts sagt, was sollte es auch, bekennt er sich hier. Er bekennt sich. Er sagt: Du sagst es, ich bin der Christus. Aber ich sage euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Also er bestätigt ihn. Er bestätigt ihn aus der Schrift heraus, wo sie sagen, im Buch Daniel, der Menschensohn wird aus dem Himmel kommen, und das ist das, was Gott tun wird. Sehr souverän spricht hier Jesus. Auf ganz eigene Art. Da braucht man keine falschen Zeugen zu benennen. Die Urchristenheit hat hierin das Bekenntnis Jesu Christi zu sich selbst gesehen und hat die Notwendigkeit gesehen, dass wir uns bekennen. Nicht immer alles in der Schwebe lassen und zu sagen: Ja, das ist mein Standbein. Der Glaube an Jesus Christus. Wir verlassen uns auf sein Wort. Er ist für uns gekommen, hat für uns gelebt, ist für uns gestorben. Er hat den Tod besiegt, er wird auch unseren Tod besiegen. Und wir werden auffahren ins Himmelreich und dort auf Jesus Christus treffen, der zu Rechten Gottes des Vaters sitzt und uns hineinführt in seine ewige Welt, wo die Liebe herrscht und vollkommen ist. Und wir sind bei ihm. Ja, das bekennt er nun in einer wirklich finsteren und gotteslästerlichen Situation. Judas und der Hohe Rat, Finsternis. Aber bei Jesus ist Licht. Und darum wollen wir ihn bitten, wenn uns Finsternis umhüllt und wir kein Licht sehen, dass er unser Licht sein möge. Er möge uns mit seiner Kraft und seinem Heiligen Geist beschenken, der uns in alle Wahrheit führt, der uns in Jesus, den Menschensohn, erblicken lässt, der uns in seinem Kreuzestod unsere Erlösung erkennen lässt und in seiner Auferstehung unsere Ewigkeit und in seiner Zukunft unsere Gemeinschaft im Himmelreich. Der Herr möge uns ergreifen durch seinen Geist und uns fühlen lassen, wie sehr Gott uns liebt und wie wichtig es ist, dass er uns seinen Sohn Jesus geschenkt hat, der uns liebt. Darum wollen wir den dreieinigen Gott loben und ihm danken, dass er für uns gelitten hat, für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist, dass er uns vorausgegangen ist, den Weg durch den Tod ins Himmelreich geöffnet hat, dass wir einmal dort sind, wo er jetzt schon ist. So wollen wir ihn loben in Ewigkeit. Amen. Seht hin, sie haben ihn gefunden. Sie greifen ihn, er wehrt sich nicht. Dann führen sie ihn festgebunden dorthin, wo man sein Urteil spricht. Du ließest dich in Bande schlagen,
dass du uns gleich und hilflos bist. Wenn wir in unserer Schuld verzagen, dann mach uns frei, Herr Jesu Christ.